Margrit hat jetzt gerade eine kurze Zusammenfassung gemacht von der Predigt. Ich sage jetzt aber noch nicht Amen. Ich habe noch zwei, drei Ergänzungen dazu. Ich lese euch aus dem Johannesevangelium 3,16. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. So fest hat Gott also die Welt geliebt. Seine grosse Liebe, für die hat er seinen Sohn gegeben, dass wir ihn erkennen können. Er ist gestorben für unsere Sünden, damit wir an ihn glauben, nicht verloren gehen. So fest hat Gott die Welt geliebt. Und die Welt wird beschrieben im 1. Mose, ganz am Anfang der Bibel. Das ist eigentlich eine Predigt für sich, wie er die Welt hat entstehen lassen. Wie die Liebe entstanden ist, da ist der Geist Gottes über dieser Welt geschwebt. Das Licht ist entstanden nur durchs Sagen, durchs Aussprechen. Himmel und Erde sind gemacht worden. Land und Wasser haben sich geteilt. Ja, die Sterne sind dazugekommen. Und die Tiere haben angefangen, das Land zu bevölkern, das Meer und auch die Luft. Es ist gewachsen auf dieser Erde und Adam und Eva, respektive Adam ein bisschen zuerst, Eva ein bisschen später, ist dann dazugekommen. Gott hat immer wieder geschaut und hat gesehen, dass es gut ist. Als das Ganze fertig war, die ganze Welt, hat er nochmal geschaut und gesagt, mal, es ist wirklich gut. Er hat Menschen gesegnet, er hat Tiere gesegnet und er hat den Sonntag gesegnet. Es war ihm so wichtig, was mit der Erde wird passieren. Er hat ihr volle Aufmerksamkeit geschenkt. Und Gott hat keine halbe Sache gemacht mit dieser Erde. Seine grosse Leidenschaft ist also entstanden. Und ich habe mich gefragt, was haben wir in unserem Leben, wo wir sagen, das ist auch meine grosse Leidenschaft. Da gebe ich Herzblut rein, da habe ich mein Augenmerk drauf. Und wenn ich jetzt so ein bisschen in die nächsten Monate schaue, wo der eine oder andere von euch heiratet, dann ist es verständlich, dass ihr jetzt völlig Fokus habt auf eure Hochzeit. Am Donnerstag haben wir auch eine Hochzeit gehabt. Leonie und Janik haben geheiratet. Das ist logisch, das ist jetzt alles auf das gerichtet. Das beschäftigt momentan. Wie geht es einem Sportler? Wenn du einen Ironman gewinnen willst, dann musst du dich vorbereiten und hast dein Augenmerk völlig auf deinem Trainingsplan. Es ist dir wichtig und du hast es gern. Oder ihr Schüler, die ein oder andere, ich weiss jetzt nicht wer genau, aber hat sicher die Prüfung jetzt gerade hinter sich. Ihr habt Zeiten erlebt, wo ihr gesagt habt, hey, da muss ich jetzt durch, da habe ich mein Augenmerk getroffen, das lasse ich nicht mehr los. Und so ist es Gott gegangen, wo er die Welt erschaffen hat, und er gesagt, da habe ich jetzt den Finger drauf. Mich nimmt Wunder, wie es diesen Leuten, wie es diesen Tieren, wie alles, die ganze Schöpfung, wie es denen geht. Was Gott schafft, hat er gern und gibt alles dafür. Also hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Er ist mit dieser Welt sozusagen auf Sendung. Und kurz darauf hat sich dann aber schon bemerkbar gemacht, ein paar Rückschläge. Adam und Eva sind aus dem Paradies rausgeflogen. Brudermord von Kain und Abel ist dazugekommen. Die Sintflut hat eine Verordnung geschaffen. Und der Turm von Babel hat so den Hochmut der Menschen in den Kopf gestiegen. Und er hat das alles mit angeschaut, was auf dieser Erde alles vielleicht nicht ganz seiner Idee entspricht. Vielleicht ist die Frage aufgekommen von Gott, ist das jetzt top oder flop gewesen, meine Idee? Und erstaunlich und zum Glück hat er sich erinnern an seine Verheißungen. Er hat sich daran festgehalten, am 1. Mose 26, 4, wo er mal Abraham gesagt hat, und ich will deine Nachkommen mehren wie Sterne am Himmel und durch deine Nachkommen sollen alle Völker auf Erde gesegnet werden. Und wir haben heute einen Anteil an dem, da bin ich sicher. Gott involviert immer wieder Menschen, für seine Pläne zu realisieren.
Er ringt um Aufmerksamkeit, er will, dass sein Plan funktioniert und dafür braucht es eine Zeit der Zubereitung. Und da kommt jetzt Mose ins Spiel. Mose, wo er ihm den grossen Plan vermitteln will, was er vorhat mit ihm, nämlich sein Volk in die Freiheit führen. Er findet den Mose und es lohnt sich jetzt mal herzuschauen, wie geht Gott vor, wenn ihm etwas wichtig ist, wie er mit dem jetzt den Prozess lanciert, wie er ihm das mitteilt, dass es dann auch klappt und verstanden wird. Er ringt also um Aufmerksamkeit bei Mose. Das ist die Story, die Geschichte vom Dornbusch. Der Dornbusch, der hat brennt in der Wüste. Das Timing war perfekt. Der Mose, müsst ihr euch vorstellen, ist in diesen 40 Jahren so richtig gegart worden. Also die 40 Jahre war ein Leiden, eine Durststrecke von Mose. Er hat die Ehre verloren. Er war als Mörder in der Wüste. Und die Zeit hat für ihn gespielt, nämlich all die Könige, die ihn verfolgt haben, die sind schon gestorben. Also es war ein gutes Timing von Gott. Mose ist so richtig parat. Er hat ein monotones Leben vor sich hergelebt, irgendwelche Schafe gehütet von seinem Schwiegervater. Mose macht also Schritte auf den Dornbusch zu. Das Spannende an dem Dornbusch war nicht, dass er brennt hat, sondern dass er nicht verbrannt ist. Er geht auf ihn zu und dort schaut Gott auch ganz genau her. Er nimmt das wahr und sagt, oh, schau, Gott, Mose kommt auf mich zu. Und er nennt ihn beim Namen und sagt, Mose, Mose. Gott kennt Mose und gibt sich als persönlicher Gott zu erkennen. Ich bin ein heiliger Gott und du betrittst jetzt einen gerade heiligen Boden. Zieh deine Schuhe ab, jetzt rede ich zu dir. Gott hat Mose seine Vision vermittelt und hat gesagt, ich habe das Leiden gesehen und es dauert mich, wie die Israeliten leiden und ich will sie befreien. Und das ist mein Plan und ich brauche dich dazu. Und dann ist es zu dem Auftrag gekommen. Und mit dieser Autorität ist Mose zu dem Volk und hat gesagt, ein Gott sendet mich und er hat mir gesagt, ich soll euch sagen, ich werde sein, der ich sein werde. Wie wirbt Gott bei dir und wie schafft er es, Aufmerksamkeit bei dir überzukommen? Ich habe mir überlegt, wie ist das so ein bisschen bei mir? Ich habe schon sicher Menge Gottesdienst besucht oder Predigt gehört oder an einer Willow Creek Konferenz oder wo auch immer gewesen. Und ich bin sicher schon an manchem Dornbusch vorbeigelaufen. Manches Wort nicht aufgenommen oder Kollegen oder Freunde oder Menschen, die mir etwas sagen, habe ich nicht wahrgenommen. So kleine Zeichen von Gott ignoriert. Und habe mich gefragt, bin ich dann auch schon mal so in einer Wüste gewesen? Und ich müsste mir nicht anmassen können, sagen, mal in 40 Jahren bin ich auch schon in einer Wüste gewesen. Es hat vielleicht Momente gegeben, aber ich habe nicht die Erfahrung von dieser Entbehrung, von dem Trennsein auch von Gott, punktuell vielleicht schon. Und wir haben dem in der Mannenabend haben wir dem einen Namen gegeben, letzte Woche, wo wir da miteinander grilliert haben. Wir haben dem gesagt, das ist so dein innerer Wolf. Der dich plagt, in der Nacht so heult, der sich zurückzieht und in seinem Revier sich wohler fühlt und nicht das Licht kommen will. Das ist so eine Wüste in uns innen. Und ich habe mich gefragt, habe ich schon so heiligen Boden betreten? Vor Gott gekommen, mit nichts mehr, wo ich nichts mehr bieten konnte. Ich bin nicht sicher, ob ich mal wirklich so richtig Füllenblut vor Gott war und ich muss kapitulieren. Aber das war der Moment, wo Mose auf den heiligen Boden gestanden ist. Aus dieser Situation hat Gott ihn gerufen. Für uns ist es oft schwierig, so Mose-Momente zu erkennen, weil wir oft abgelenkt sind, da bin ich überzeugt. Abgelenkt, das können verschiedene Sachen sein. Ihr wisst, dass ja, Familie, Beruf, falsche Ambitionen, vielleicht auch ein Hobby. Und wir können jetzt austauschen und jeder könnte erzählen, ja genau, so redet Gott zu mir, so habe ich Gott erlebt. Aber ich habe mich gefragt, gibt es auch ein übergeordnetes Reden von Gott?
Nicht nur spezifische Dornbüsche, sondern können wir uns darauf verlassen, wie tut sich Gott uns offenbaren. Und durch die Geschichte von der Schöpfung bis jetzt gibt es verschiedene Indizien oder verschiedene Elemente, die Gott immer gebraucht hat, um mit uns in Kontakt zu kommen und Aufmerksamkeit uns die zu schenken. Und am Anfang habe ich die Schöpfung erklärt und die Schöpfung ist eins davon. Durch die Schöpfung, und wenn wir heute rausschauen, ist es so, das kann überzeugen. Wenn wir die Schöpfung anschauen, in dieser Schönheit, sollen wir und sehen wir Gott. Gott hat uns aber auch ein Gewissen gegeben. Völker, die Gott nicht kennen, kennen das genau gleich wie wir auch von Recht und Unrecht können unterscheiden. Das ist etwas, was Gott uns hineingelegt hat. Er hat die 10 Gebote in Stein geschrieben und seinem Volk übergeben, an Mose, um sein Volk zu erziehen und zu sagen, wer er ist. Jesus selber ist auf die Erde gekommen. Jesus hat sich offenbart als der lebendige Gott, ist Mensch geworden und hat ein fehlerloses Leben geführt. Er hat Sünde auf sich genommen und war ein Beispiel für die Menschen um ihn herum und für uns heute genau gleich noch. Dann die Heilige Schrift redet zu uns, wenn wir sie lesen. Vertiefend kann Gott zu uns reden und sich uns offenbaren. Und so auch als eine Art Dornbusch wünschen wir uns ja den Heiligen Geist in uns inne, der redet. Und der Heilige Geist nimmt Wohnung in uns. Und der Glaube geht so richtig in Fleisch und Blut über. Und so redet Gott auch zu uns und tut sich uns offenbaren. Und als Letztes, in dieser Chronologie jetzt, sind wir selber als Christen. Wir selber sind ein Zeugnis für andere Menschen wiederum, die uns sehen, dass sie Gott sehen. Und das werde ich jetzt ein bisschen untersuchen, wie das funktioniert. Wir tragen eine gute Option für die Menschen in uns hinein. Und ich bin überzeugt, wenn Menschen um uns herum sind, sehen sie ein Stück von Jesus. Unser Leben ist wie eine Schatzkiste, so stelle ich mir das vor, wo der Deckel offen ist. Und Gott gibt immer wieder Schätze rein. Und es ist gut, wenn die Schätze auch wieder rausgehen. Also nicht horten, sondern was wir überkommen, geben wir weiter. Gott ist wie ein guter Ausrüster für die Pläne, die er mit uns erreichen will. Er tut uns zurüsten, das sind manchmal eben die Wüsten, wo er uns klopft und macht und uns formt. Er schickt uns auch durch Täler durch Tunnel, wir kommen wieder raus, wir überwinden Sachen und dem sagen wir dann Erfahrung mit Gott machen. Und wenn das intensiv passiert, die Erfahrung mit Gott in bestimmten Themen, dann reden wir von Autorität. Und ich habe ein Zeugnis von einer Frau mal gehört zum Thema Autorität und die heisst Amy Wilson. Die habe ich am Teamwochenende kennengelernt. Die ist in London in der HTB. Und sie ist so richtig im Alpha-Kurs angekommen. Sie hat die geleitet und gemacht. Leute sind zum Glauben gekommen. Und sie hat dann die Idee gehabt, weißt du was da funktioniert bei uns in der Kirche, funktioniert sicher auch im Gefängnis. Und sie ist mit den Leuten ins Gefängnis und hat den Glauben predigen und dass Leute im Gefängnis zum Glauben kommen. Aber sie ist so ziemlich überrascht worden, dass das überhaupt nicht funktioniert hat. Sie hat gemerkt, dass ihre Erziehung ganz eine andere ist, als die Menschen dort im Gefängnis hat. Und das englische Wort dafür heisst posch. Das ist so hochnässig. Sie hat gemerkt, sie hat null Autorität, irgendwelchen Gefangenen gegenüber von Freiheit zu reden. Weil sie es gar nicht gewusst hat, was das eigentlich heisst, gefangen sein. Und Alpha-Kurs sind erst in England in Gefängnis gekommen, wo ein Gefängnisinsasse zum Glauben gekommen ist, zum Leiter hergewachsen ist, mit Teams im Gefängnis ist. Und schlussendlich sind dort dann Leute zum Glauben gekommen. Er hat Autorität und hat das schon durchlebt, was es heisst, in die Freiheit zu kommen. Das ist ein Beispiel dafür, wie Erfahrungen und Autorität auch von Gott können eingesetzt werden. Wenn wir von Gott ausgerüstet werden, dann ist das definitiv nicht nur für uns. Wirklich nicht. Ich glaube, das ist eine Ausrüstung für einen Plan, den Gott vorhat, dass dann etwas mal wird passieren. Er hat Mose auch ausgerüstet, dass ein Plan funktioniert. Und der Plan ist nicht
zugunsten von Mose ausgefallen. Mose ist auf der Strecke geblieben und hat das verheißene Land nie gesehen. Es dient also sicher nicht an einem Selbstzweck, sondern in unserem Fall jetzt, dass Menschen das Evangelium lesen können. Wir sind doch nicht irgendwelche Hunde, wo man so mit einem Wurstrugel zeugeln kann und sagen, komm. Und wir folgen nur so einer blöden Wurst, nur einem Preis, was gibt es dafür. Sondern unser Leben soll dazu dienen, dass Gottes Plan in Erfüllung geht. Und manchmal habe ich das Gefühl, es funktioniert aber so ein bisschen. Wenn es etwas dafür gibt, mache ich das. Wir kennen das, ich habe 2-3 Ziele geschrieben, ich lese nachher. So ein bisschen, wie viele Cumulus-Punkte gibt es? Wie viel Rabatt auf dem Internet komme ich über für ein Produkt? Dementsprechend, wie mein Vorsprung oder mein Profit ist, mache ich einen Deal. Aber es geht gar nicht immer um die Frage, was komme ich über, sondern was entsteht durch das, was Gott mir gibt, anderen Menschen gegenüber. Zum Glück hat Jesus nicht gerechnet, als er so richtig mit 30 ins Leben eingestiegen ist, respektive auf die Wanderschaft. Wenn Jesus gerechnet hat, und er hat ja am Schluss wollen, dass der Kelch an ihm vorbeigeht. Ich glaube, wenn er das in Frage gestellt hätte, wenn er alle Rechnungen gemacht hätte, dann hätte der Deal wahrscheinlich wäre nicht eingegangen. Er hat ja gewusst, was auf ihn zukommt, aber es war ein höherer Preis, den er gezahlt hat. Mir hilft es noch, einfach das Bild zu wissen, dass Jesus ganz Mensch auf dieser Erde war. Ist nicht irgendwie ganz, ganz anders als wir. Er hat genau auch 5 Sinne gehabt wie wir. Er hat können vor allem gesehen, und ich glaube, er hat das Gesehen immer angewendet und hat Not gesehen in der Welt. Und er hat den Menschen zugelassen. Das sind die 2 ausgeprägten Sinne, die Jesus angewendet hat. Und wenn ich persönlich Menschen sehe, dann sehe ich zwar vielleicht ihre Not, und wenn ich dann dieser Not begegne, hilfe ich einfach diesen Menschen, dann diene ich diesen Menschen. Aber wenn ich nicht die Sprache von Jesus dahinter sehe, also wenn ich nicht frage, hey Jesus, was willst du, dass ich tue an diesen Menschen? Die Frage auslasse, dann ist es nur ein Stückwerk. Aber wenn Gott dort hineinkommt und mir ein Zeichen gibt und sagt, mal, mach das an dem, das ist, will ich jetzt, dass das passiert, dann gibt mir das ganz eine andere Sicht, unterwegs zu sein mit ihm und kann du das Gottes Willen tun und nicht nur mein Willen. Im Johannes 14,7 steht, wenn ihr mich erkannt habt, so werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Das ist genau das. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Wer euch sieht, sieht den Vater. Und Menschen fangen an Wunder nehmen, was er in eurem Leben tut. Ich hatte ein Gespräch mit einem Mann, der mich darum gebeten hat, können wir miteinander reden. Es geht mir momentan nicht so gut, schlechter als das letzte Mal. Und ich glaube, in 2 Tagen geht es mir noch schlechter. So hat es etwa angefangen. Und ich habe dann ein paar Tage später ihn getroffen und daraus ist ein langes Gespräch geworden. Und ich habe immer wieder gefragt, hey Gott, was willst du? Was willst du mit diesen vielen Worten, die ich jetzt da höre? Was willst du tun? Und ich habe dann umgeschaltet irgendwann und gesagt, komm, wir beten doch miteinander und fragen Gott, was willst du tun? Was sagt dir jetzt Gott? Bet doch du zu ihm und er wird zu dir reden. Und wir sind dann still gewesen. Und ich habe gefragt, und was hat Gott gesagt? Ich bin davon ausgegangen und habe gehofft, wirklich, dass Gott klar redet. Und er hat dann gesagt, ich habe den Eindruck gehabt, er müsse einen Brief fertig schreiben. Und der Brief ist, weiß ich jetzt nicht, aber ich hoffe, dass er jetzt fertig geschrieben ist und an die richtige Adresse gesendet worden ist. Also Gott hat einen Impuls gesetzt und ich habe nicht einfach einen Ratschlag gegeben. Ich hätte ja nie etwas gewusst von dem Brief. Aber das war jetzt einfach dran gewesen, bei dem Mann den Brief zu schreiben. Und ich glaube, so können wir unterwegs sein mit Leuten und sagen, also gut, Gott, was willst du tun? Und nicht ich selber. Aufmerksam sein ist ein unglaublich guter Baustein. Zum Kirche bauen oder einfach Reich Gottes bauen. Das ist ein Baustein, der sehr ermutigt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ihr Aufmerksamkeit geschenkt bekommt, dann tut das gut.
in welcher Form auch immer. Durch Aufmerksamkeit werden die Menschen getröstet. Sie sind am richtigen Moment vor Ort und nehmen sie wahr. Sie erleben Wertschätzung und es schafft Zugehörigkeit. Wir haben einander zugelassen am letzten Freitagabend. So ein paar Storys haben wir gehört voneinander. Und irgendwie haben wir die Leute anders kennengelernt an diesem Fest. Wir haben ein paar Geschichten gehört, wir sind aufmerksam gewesen und sie haben etwas mitgeteilt. Und das verbindet irgendwie und das schafft Zugehörigkeit. Das ist das Familiengefühl. Es hinterlässt also sicher keinen Verlierer, wenn wir aufmerksam gegenübereinander sind und gegenüber Gott. Gott hat uns damit einen Schlüssel anvertraut. Ein Schlüssel, dass Gott schlussendlich für Menschen sichtbar wird. Also wenn ich aufmerksam auf Gott bin, dann hat das Auswirkungen auf meine Mitmenschen, weil dann werden sie auf mich aufmerksam. Und wenn sie auf mich aufmerksam werden, sehen sie auch Gott. Und das ist ein einfaches Prinzip. Und dazu sind wir auf dem Weg, das ist mir klar. Jesus hat das einmal wieder angewendet. Jesus hat den Bedürftigen gedient, damit sie sehen können und dass man davon erzählen soll. Er hat nur da, was er gesehen hat, den Vater tun. Im Lukas 7,21 gehen die Jünger von Johannes der Täufer, treffen Jesus noch so vor seinem Dienst und fragen ihn, bist du wirklich der da kommen soll? Und Jesus sagt ihnen, geht hin und verkündet dem Johannes, was er jetzt da gerade gesehen hat. Also das ist sehr überzeugend, wenn man Gottes Wirken sieht. Und er hat von, die Jungs haben den Blinden gesehen, die wieder gesehen. Sie haben Lahme gesehen, die wieder gegangen sind. Aussätzungen sind rein geworden und Taube haben wieder hören. Tote sind aufgestanden und der Arme ist das Evangelium gepredigt worden. Gott hat die Sinne der Menschen wieder hergestellt. Und als ich den Satz geschrieben habe, Jesus sieht Not, aber wir müssen lernen, wie Jesus auch in dieser Not hineinsteht. Als ich den Satz so geschrieben habe, auf dem Computer, hat mein Telefon geschellt. Und ich habe die Telefonnummer erkannt und habe gesagt, oh nein, nicht der. Und ich habe genau gewusst, wer es ist und das könnte jetzt länger gehen. Ich habe gewusst, das ist aber einer, der in der Not steckt. Und Gott hat ganz klar zu mir gesagt, nimm das Telefon ab. Und das Gute daran ist, ich habe das Telefon abgenommen, ich habe vielleicht 5-10 Minuten mit dem Mann geredet und ich habe mir klar sagen, hey, es ist jetzt wirklich nicht Saison, dass ich jetzt da mit dir das muss handeln muss, was du jetzt mir da erzählst. Ich rufe dir nächste Woche wieder an und habe wieder abhängen und habe weiterarbeiten. Und ich glaube, das war gut gewesen so. Ich konnte mich auch abgrenzen, ich muss nicht immer nur rennen, wenn andere mir anrufen. Ich konnte mich abgrenzen, aber ich konnte ihn wahrnehmen. Und ich glaube, ich muss die Not in dieser Not drin sein, wo die Menschen auch drin sind. Wir sind so wie ein Wirt, ein Träger von dieser Hoffnung für die Leute. Und sie suchen uns auf. Wenn wir Aufmerksamkeit verschenken, dann passiert das, was im 1. Johannesbrief 1,3 geschrieben ist. Was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir auch euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Gemeinschaft mit Leuten haben, damit sie in die Gemeinschaft von Gott kommen, weil wir die Gemeinschaft mit Gott haben. Weil wir aufmerksam mit Gott unterwegs sind, werden die Menschen aufmerksam auf uns. Also, Menschen um euch herum lesen euch ganz genau. Das ist eine Form, wie Gott sich Leute offenbart. Verschenk, was du hast. Du es nicht horten. Gib es weiter. Und das, was du bekommen hast, steht auch anderen zur Verfügung. Frag Gott immer wieder, was ist dein Plan, was willst du machen? Und bleib Gott nah. Bleib Gott nah. Ich kann dem aufmerksam sagen,
dass Menschen wieder aufmerksam auf dich selber werden. Und ich glaube, dann kommen Leute in die Kirche hinein, gehen verändert raus. Und ich glaube, auch dann treffen die Leute an eurem Tisch, laden die Leute zu eurem Tisch ein, wo Jesus vielleicht noch fern sind, aber dann springt etwas von dem über, wo sie in euch sehen und sie werden euch fragen, was ist das in dir inne, was ich nicht kenne. Im Psalm 145 ist geschrieben, wie Gott ein grosser Versorger ist und wir sollen davon weiter erzählen, was er gut zu uns tut. Ich lese euch einfach als Ermutigung zum Schluss ein paar Sequenzen aus dem Psalm vor. Er ist relativ lang. Er ist der grosse Versorger und wir sollen davon weiter erzählen. Ich will dich loben, mein Gott und König. Deinen Namen preisen für immer und ewig. Ich will dir täglich aufs Neue danken, will dich loben zu aller Zeit. Groß ist der Herr und sehr zu loben. Seine Größe ist unerforschlich. Jede Generation soll ihren Kindern von deinen Werken erzählen, von den mächtigen Taten werden sie verkünden und von den wunderbaren Zeichen, die du vollbracht hast. Deine gewaltigen Taten werden in aller Munde sein und ich will deine Größe verkünden. Alle werden die Nachricht von deiner wunderbaren Güte hören und werden jubeln vor Freude über deine Gerechtigkeit. Und das machen wir alles darum, dass Menschen, Frauen, Männer, Kinder nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Amen.